Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones in Liberty. Heute wahrscheinlich einer der geilsten Videos der letzten Tage und Wochen. Heute wurde sich schon ein bisschen gewünscht. Kommt der Bild zum Armbrüste Dagger Spin to Win. Und der ist ganz anders als das, was mein Vampir-Bild war, der viel auf AOE ging, Self-Heal, Tank, Healing, Schaden, alles an einem. Der hier geht nur auf Schaden und zumeist 1v1, weil ihr habt hier einen kleinen Nachteil, ihr habt hier wenig AOE-Damage. Ihr habt eine Attacke, die AOE-Damage macht, ein bisschen mehr, aber eigentlich nur eine Attacke und die hat eine Abklingzeit von einer Minute, also ganz anders als der Vampir-Build. Das heißt, für alle, die vielleicht im Early-Game sind, da würde ich auf jeden Fall auch den Vampir-Build empfehlen, weil der Build hier ist wirklich ein Endgame-Build. Ihr braucht Endgame-Waffen, ihr braucht Endgame-Stuff, Phantom-Pflücker-Stuff. Da würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen, der jetzt gerade das Spiel gestartet hat, diesen Build zu spielen. Da spielt ihr aber erst mit dem Vampir-Build. Das könnt ihr genauso machen wie ich auch. Macht ihr euch einfach zwei Sets, so wie ich hier. Zweites Set und erstes Set. Und macht dann auf dem ersten Set quasi das für das Early Game. Und dann auch zweites Set, wenn ihr später mal wechseln wollt, auf Dagger Armbrüste. Weil das ist wirklich sehr teuer. Und ich würde sagen, ich zeige euch ein bisschen die Vorzüge vom Build. Einmal natürlich 1v1, einmal Speed Farming, weil das ist unfassbar krass. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in Geheimdungeon rein. Und ja, das Auge hatte ich, glaube ich, letztes Mal beim Vampir gezeigt. Ja, da macht es, glaube ich, Sinn, auch wieder gegen das Auge zu kämpfen. Ja, 1v1 ist natürlich immer so eine Sache, weil ihr mit Damage, die dann ja selten Self-Heal habt. Ihr habt hier ein bisschen Self-Heal, aber bei weitem nicht so viel, wie es noch mit dem Magier war. So, jetzt gibt es ein paar Dinge, die ihr aktivieren müsst. Einmal hier, diese Attacke, die ist dafür, dass ihr einen Elementarschaden mit dazu bekommt. Und bei R1 die untere und linke Attacke, das Nimble und einmal für die Dolche, damit ihr mehr Schaden macht. Und dann einfach alles draufknallen, was ihr irgendwie habt. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Zack, zack. Und dann einfach, wie immer, einfach alles draufknüppeln. Das ist diese Spin-to-Win-Attacke, die ich meinte. Die ist richtig geil für ein AOE-Damage. Aber dann war es das auch schon wieder mit AOE-Damage tatsächlich. Ah, habe ich sehr gut gedefft. Perfekt. Ich muss mich auch gerade mit konzentrieren. Hatte der nicht irgendwie eine Mechanik, die man beachten musste? War da nicht irgendwie was? Das, ne? Ah ja, da muss man durch. Ah ja, okay, gut. Ja, aber schon tot. Also habt ihr so ein bisschen was gesehen, ne? 1v1 gut, aber ihr braucht auch ein bisschen Healing. Also ihr könnt jetzt nicht wie mit dem Vampir-Bild vielleicht durch alle Dungeons alleine durchrennen. Aber für so Bosse geht das auf jeden Fall sehr gut klar. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass das die Stärke ist. Eine Stärke, die dieser Bild hat, ist Speed-Farming, weil der unfassbar schnell ist. Und gerade in diesen Wolf-Events, Laternensamen-Events oder auch in irgendwelchen Koop-Dungeons unfassbar schnell unterwegs ist. Das heißt, wenn ihr euch schon mal gewundert habt, wieso die Leute an euch vorbeirennen, das war unter anderem hier so ein Jäger, sage ich mal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, wo kann ich es gut demonstrieren? Natürlich eigentlich Wölfe, aber ich gehe einfach mal hier unten an die Küste. Da könnt ihr es eigentlich ganz gut sehen, was ich meine. Weil dieser Bild unfassbar, unfassbar schnell unterwegs ist. Und ich glaube, das wird sehr vielen sehr schmecken. Vor allen Dingen braucht ihr auch gar nicht immer die Fähigkeiten zünden. Der Bild ist darauf ausgelegt, mit den Auto-Attacks tatsächlich anzugreifen. Schaut euch das einfach mal an, wenn ich hier durch die Gegner quasi durchrenne. Ich aktiviere natürlich wieder hier einmal den Elementarangriff. Und dann sieht das so aus. Ich habe heute ein Wolf-Event gemacht und man ist so unfassbar schnell unterwegs. Seht ihr, wie krass die Bewegungsgeschwindigkeit ist? Weil wenn ihr einmal einen Gegner... Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, aber man ist so unfassbar schnell. Und ich habe das noch nicht mal auf dem Maximum. Man kann so schnell unterwegs sein mit dem Bild. Und so schnell gerade in solchen Events die Gegner wegknüppeln. Oder auch Speedfarming betreiben. Falls ihr hier mal Salz sammelt oder mal irgendwie Angelstuff oder sowas. Ihr seht halt, wie hier durchrennen. Und das ist jetzt nicht nur bei den Billo-Gegnern, das könnt ihr natürlich auch im Lykana-Wald machen. Einmal will ich euch auf jeden Fall die AOE-Attacke zeigen, weil die ist so unfassbar cool. Sagen wir, ihr habt so viele Gegner hier und dann drückt ihr den hier und alles ist weg. Also ich weiß nicht, wie viel die Attacke macht. Irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 kommt auch auf die Buffs und sowas an. Aber ihr seht, ne, hier könnt ihr das im Prinzip auch machen. Ein bisschen mit Verbindung. In Verbindung mit den Nahkampfattacken und mit euren Fähigkeiten. Aber ihr rennt hier auch einfach
einfach durch und das auch noch unfassbar schnell. Ja, es macht so viel Spaß. Ich würde am liebsten, anstatt das Video hier aufzunehmen, einfach weiter fighten. Weil so viel Spaß macht, so schnell unterwegs zu sein. Ja, und wie mache ich das Ganze? Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Fertigkeiten ein, während ich hier rumstehe. Fertigkeiten ist nämlich ein ganz wichtiger Stichpunkt. Ihr habt gerade schon gesehen, hier diese drei Attacken nutze ich nie. Die sind nur wichtig, wenn ihr noch kein gutes Equip habt. Vor allem diese Attacke hier. Die macht nämlich, dass ihr wieder mehr Mana bekommt. Ich habe unfassbar viele Mana-Regenerationen. Wenn ich mal anguckt, ich habe eine Mana-Regeneration von 1000 irgendwas. Sekunde, ich gucke mal eben. Mana-Regeneration von 885 und das reicht vollkommen aus. Das heißt, wenn ihr irgendwo bei 800, 900 oder 1000 seid, braucht ihr die Attacke gar nicht mehr zünden. Aber für alle, die da nicht sind, braucht ihr unbedingt diese Attacke, die Leben nimmt und euch dafür dann Mana gibt. Dann gibt es hier noch so eine Falle, die nutze ich auch nie, weil ich kein Trap-Typ bin. Aber könnt ihr natürlich für Bosse auf jeden Fall nehmen. Und hier nochmal ein detonierendes Mal, nutze ich auch eigentlich fast nie. Wichtig ist hier dieser Buff, den müsst ihr immer aktivieren. Und da seht ihr schon, es gibt einmal Sturm, einmal Feuer, einmal Eis, einmal Blitz. Ich bin ganz ehrlich, ich nehme da einfach irgendwas, juckt mich nicht. Da könnt ihr ja mal selber überlegen, was ihr davon haben wollt. Mich interessiert das immer nicht so. Ich mache den halt an und fertig ist die Lauge. Dann gibt es hier den flinken Sprung. Damit macht ihr einen kleinen Dash und seid dann eine kurze Zeit stärker. Und dann hier habe ich gerade schon gesagt, Nimble, also selbstlose Streuung. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Nimble. Gibt euch einen Buff und hier auch Blitzdurchdringung gibt euch einen Buff. Und dann habt ihr zwei Dagger-Attacken. Einmal hier Donnerwolkenbombardement. Und einmal spaltendes Mondlicht. Übrigens, ich zeige euch das gleich noch, die Spezialisierungen. Die Namen ändern sich ja durch die Spezialisierung. Deswegen schaut einfach, was oben lila ist und nehmt das dann genauso, wie ich habe, rein. Dann habe ich hier einmal Schnellfeuer. Das ist die Attacke, die am schnellsten wieder zur Verfügung steht. Womit ihr Single Target sehr viel Schaden macht. Die würde ich euch raten, als allererstes auf ganz hoch zu ballern. Dann haben wir hier die Spin-to-Win-Attacke, die geilste AOE-Attacke, die es, glaube ich, im Spiel gibt. Leider über eine Minute Abklingzeit, aber macht dann wirklich alles weg im AOE-Bereich. Und hier haben wir noch die Ult-Schwachpunktschuss, auch eine super Attacke für 1v1. Und bei den Passives, ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Schreibt das einfach ab oder nehmt das genauso, wie ich das hier habe. Ich habe geguckt, dass ich alles zumindest mal auf lila habe. Das ist ganz wichtig. Und dass nichts auf blau ist. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht diese Bewegungsgeschwindigkeit habt, wollt ihr es nämlich hier, Assassinen-Schritt, wenn ihr einen Gegner besiegt, bekommt ihr 9 Sekunden lang 33% Bewegungsgeschwindigkeit und Mana-Regeneration. Das ist eigentlich noch das Wichtigere. Wenn ihr sagt, Mana und Bewegung ist mir nicht so wichtig, dann könnt ihr auch hier Zahn der Zerstörung nehmen. Damit kriegt ihr weniger Schaden und habt mehr Verteidigung. Müsst ihr ein bisschen selber schauen. Wenn ihr viel Solo unterwegs seid, ja, müsst ihr mal selber schauen. Ich finde Bewegungsgeschwindigkeit cooler, deswegen habe ich das hier genommen. Ihr könntet aber auch stattdessen Verteidigung nehmen. Verteidigungsfähigkeit, Klinge blocken, ist klar. Und jetzt gehen wir auf die Spezialisierungen. Da werde ich nicht viel zu sagen. Schreibt das einfach so ab, wie ich das hier habe. Deswegen einmal ganz kurz einen Screenshot machen. Und hier auch so könnt ihr das spielen. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen anpassen, wie ihr das gerne möchtet. Habe ich auch gemacht. Und ja, das ist der Bild, was die Fähigkeiten angeht. Und bei den Items, da gibt es vier Dinge, die wichtig sind und essentiell für diesen Bild. Das sind einmal die zwei Waffen und dann noch zwei Rüstungsteile. Wobei ich sogar sagen würde, vielleicht drei Rüstungsteile. Oh, vielleicht sogar vier Rüstungsteile. Rüstung ist eigentlich relativ ähnlich zu meinem Vampirbild. Das ist alles nicht so wichtig. Aber es gibt hier einmal die Phantomwolf-Tunika und einmal die Phantomwolf-Kniebundhose. Die beide zusammen geben euch nochmal 18 Zusatzschaden und darauf ist der ganze Bild eigentlich ausgelegt, dass ihr immer ganz viel Zusatzschaden habt. Deswegen ganz wichtig, dass ihr diese Kombination auf jeden Fall spielt. Ist auch relativ easy im Auktionshaus oder auch easy zu bauen bei den Burgfelswacht-Händlern. Dann habe ich hier diese Handschuhe, die ich ja von der Insel Saurodoma habe. Die sind super gut für den Bild, sind sehr easy zu bekommen, geben euch über 10% Attack Speed, sind super Handschuhe, die ihr hier auf dem Bild auf jeden Fall spielen könnt. Und der Rest ist relativ egal. Ich habe eben noch gesagt, ich würde noch sagen, diese Ringe hier sind ganz gut. Kriegt ihr auch beide relativ easy. Abgrundgnade und einmal Bernsteinband. Das Bernsteinband kriegt ihr ja für eine Essenz auch Burgfelswacht. Hier gibt es nochmal Bewegungsgeschwindigkeit, finde ich sehr cool. Und hier gibt es nochmal Angriffsgeschwindigkeit, finde ich sehr cool. Deswegen könnt ihr die beiden auf jeden Fall spielen. Wenn ihr habt, wäre auf jeden Fall geilerer Gürtel
ganz gut und eine geilere Halskette. Da habe ich leider aktuell noch nichts Besseres. Aber ja, beim Rest könnt ihr einfach mal selber schauen, was ihr gerade so zur Verfügung habt. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist die Kombination zwischen Tunika und Hose. Und natürlich das Herzstück von dem Ganzen sind die beiden Waffen. Einmal die boshaften Dornen des Liquirus und Armbrüste des Rex Chimeros. Das sind die beiden Waffen, die ihr jeweils von Rex und von Liquirus bekommt aus den Koop-Dungeons. Haben jeweils eine 5% Chance zu droppen. Könnt euch also versuchen, einfach dort zu bekommen oder für 2 Essenz bauen oder im Auktionshaus kaufen. Aber das sind so best in slot die besten Waffen, die ihr spielen könnt. Ihr könnt natürlich auch für den Übergang andere spielen, andere Armbrüste und andere Dolche. Das sind aber die besten, die ihr überhaupt spielen könnt auf dem Bild. Ja, 30 Stärke, 50 Geschicklichkeit, 40 Wahrnehmung fand ich ganz gut. Könnt ihr auch so machen. Und that's it. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Kommt einfach mal im Stream vorbei. Ich bin jetzt auch wieder live und kann da bestimmt auch die ein oder andere Frage beantworten. Deswegen kommt einfach vielleicht in den Stream, falls da noch irgendwelche Fragen sein sollten. Ich weiß nicht, das ist... Der Bild macht so unfassbar viel Spaß, weil der eben auch nicht nur auf Fähigkeiten aus ist, sondern auch einfach mit seinen Auto-Attacks punkten kann. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Der macht so viel Schaden alleine mit den Auto-Attacks. Das ist wirklich schon echt crazy. Das habe ich so mit dem Stab zum Beispiel nicht gehabt, dass man den auch einfach so mit den Auto-Attacks besiegen kann. Finde ich schon sehr, sehr cool, wenn mich fragt. Und dann noch diese Mischung aus Nahkampf und Fernkampf. Weiß ich nicht, irgendwie fühle ich den Bild schon fast zu sehr. Der macht unfassbar viel Spaß und ist halt auch so flink unterwegs und... Ja, PvP habe ich mir sagen lassen, ist der auch sehr gut. Also, ich bin ja selber kein PvP-Spieler, aber damit solltet ihr auch im PvP mehr Schnitte haben als mit dem Vampirbild, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber diese AOE-Attacke ist doch einfach auch das Beste an dem Ganzen. Ihr holt euch so einen Pulk an Gegnern zusammen und dann gibt es den holen wir auch noch und dann gibt es die hier. Dann gibt es einfach diese Attacke und alles ist down. Das ist einfach unfassbar belohnt. Ja, macht den Bild nach. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen offen sind, dann schreibt es mir gerne rein, falls ich was vergessen habe. Was, glaube ich, noch wichtig ist, sind die Waffenbeherrschungen. Bei den Dolchen nehmt ihr ganz unten bis zum Ende und den Armbrüsten auch. Und dann nehmt ihr die Mitte bis zum 6. Punkt. Und wie gesagt, bei den Armbrüsten auch ganz unten und dann auch wieder die Mitte bis zum 6. Punkt. Wobei ich sagen muss, mittlerweile überlege ich, weil ich dieses Bewegungstempo so cool finde, ob ich nicht die Mitte bei der Armbrust auf 10 mache und hier nur auf 6. Wenn ihr mehr Schaden wollt, macht brutale Wunde mehr Sinn. Wenn ihr mehr Bewegungsgeschwindigkeit haben wollt, macht die Mitte mehr Sinn. Da habe ich mich noch nicht so final zu entschieden. Das könnt ihr aber auch so machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall immer die Mitte und unten. Oben braucht ihr nicht nehmen. Wenn ihr nichts zu Thrones of Liberty verpassen wollt, würde ich mich natürlich selber ein Follow freuen und über ein Like, wenn euch der Bild gefällt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.